Hallo, da sind wir wieder bei Super Dungeon Run und nicht lang schnacken, Kopf in Dungeon, nein, Kopf in Nacken, egal. Cool, also unsere Dorfbewohner haben jetzt natürlich bessere Waffen bekommen in der letzten Folge. Und, oh, gleich zwei Magier von Anfang an. Also ich bin echt ein Fan von den Magiern, die machen schon was her. So, jetzt kommt mal alle wieder auf einen Haufen, weil hier müssten wir zwischen und dann durch, genau. Dass mir da keiner durchläuft. Da liegt ein Bogen, sammelt ihn doch auf. Nein? Okay. Gut, dann eben nicht. Dann macht halt noch ein paar Töpfe kaputt, ja. Boah, Töpfer müsste man sein in einer Fantasy-Welt, oder? Da bist du doch steinreich. Wahrscheinlich sind die Könige. Die Könige haben alle angefangen als Töpfer. Weil so viele Helden, wie es da immer gibt, die dann alles kaputt, kurz und klein hauen. Und irgendjemand muss ja auch wieder neue Töpfe kaufen und das dekorieren und so. So. Eine Sekunde zu langsam. Mist. War wahrscheinlich genau die Stelle, wo ich sie sammeln wollte, damit sie nicht alle durch die Flammen laufen. So, und? Oh, Zeit läuft. Und weiter, und zack, und passt, und weiter. Schnappt euch den Untoten! Ah! Cool, und weiter. Das läuft ja wie am Schnürchen gerade. Ich hätte nur gern noch ein paar Kriege dabei. Ah! So, nochmal schnell geheilt. Die kleinen. Da und jetzt hier mal durch. Ne? Stirbt er jetzt endlich? Ja. Perfekt. Einen Stärketrank haben wir bekommen. Den können wir natürlich dann einsetzen, wenn wieder viele Gegner in einem Raum sind. Ach, Bogenschütze hängen doch da unten nicht fest. So. Bis jetzt, der eine läuft wieder durch die Flammen und der Magier auch. Ah, ärgerlich. Aber der Raum ist, der Level ist gecleared. Und wir haben Gold bekommen. Juhu! Und wir waren richtig schnell. 32 Sekunden schneller, als wir eigentlich hätten sein müssen. Das ist super. So, und was kriegen wir hier wieder für Materialien? Aha, aha, aha. Stimmt, Materialien brauchen wir natürlich, um die Bogenschützen besser auszurüsten. Und da haben wir noch so einen Riesen. Ein Troll, wie auch immer. Ah, Mist, Mist, Mist. Blöde Falle. Ich mag diese Kanonen nicht. Das sind die schlimmsten Fallen überhaupt. So, alle mal ein bisschen verstärken hier. Die sind alle sehr stark angeschlagen. Ah, Mist, der Effekt ist schon leider wieder weg von der Stärke. Na, mach den Magier kaputt. Los. Super. Und weiter. Hm, da haben wir eine einzelne Truhe, aber ich glaube, wir tun uns jetzt noch relativ schwer dann, hier lebend weiterzukommen. Ehrlich gesagt. Ah, da oben ist einer gefesselt von unseren Dorfbewohnern. Den können wir natürlich dann gleich mitnehmen. Das ist sehr gut. Nein, der da oben musste natürlich wieder zu nah ans Feuer laufen. Ist natürlich dann verbrannt. Das war ja klar. Mist. Ach, da steht noch einer. So, jetzt hat. Dann befreien wir den Kleinen jetzt erstmal. Oh, gleich zwei. Das ist ja super. Klar. Uah, hier, zusammenbleiben, zusammenbleiben. Nur zusammen sind wir stark. Oh, und eine rote Kiste. Krieger, Krieger, Krieger. Ja, perfekt. Ja, aber man merkt schon, dieses Upgrade, das wir uns da gekauft haben, dass die jetzt auch schon mehr Schaden machen. Noch ein bisschen mehr aushalten. So. Macht auf die Tür, die Helden sind da. Na? Die halten so viel aus, die Magier. Die schlimmsten Gegner. Jawohl, die schlimmsten. Ist da schon wieder einer gestorben. Wir haben jetzt noch 7 Abenteurer hier. Die hoffentlich hier noch durchkommen werden. Okay. Passt. Und ich habe mir gleich wieder welche befreit. Super. 8 Abenteurer. Aber einer ist schon wieder gestorben in der Zwischenzeit. Oh. Diese Kanonen, ey. Ja, geschafft. Wahrscheinlich wieder zu langsam und wir haben Silber. Oder? Wir haben zumindest alles gefunden. Ah, 3 Sekunden zu langsam.
Hey, 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 das wäre cool, wenn man... Haben wir irgendwo einen Timer? Oben, unten, links, rechts? Aha. Wir machen die ganzen Kürbisse hier kaputt. Warum denn das? Nicht darüber laufen. Da sind zu viele Bösewichte. Das machen wir dann später. Glaube ich. Hoffe ich. Aber es sind zu viele Magier, die würden uns jetzt einfach kaputt machen. Ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel, jetzt hier die Magier kaputt zu machen, sondern eher hier die Kürbisse kaputt zu machen. Und deswegen die eigenen Leute so ganz vorsichtig an diesen Dingern vorbeizulotsen. Warte mal. Kommt mal zusammen hier. So, wir laufen jetzt hier unten lang. Ja, genau. Bam, 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 bam. Ja, ich glaube, wenn wir oben die untoten Magier freigelassen hätten, die hätten uns einfach kaputt gemacht. Hätten wir keine Chance gehabt. So, passt. Ne, das sind 2, 4, 6, 7, glaube ich. Da hätten wir nichts entgegenzusetzen gegen die. Müssen wir mal schauen, vielleicht... Ja, wir gucken erstmal, wenn wir alle Kürbisse hier kaputt gemacht haben, wie es dann ausschaut. So, sind eh nicht mehr viele übrig. Und dann haben wir aber diese Quest auch geschafft. Das ist ja voll geil. Oh, ganz viele. Na, mal schauen. Ich will noch nicht so weit runter zu der Wand, sonst triggert da vielleicht noch irgendwas. Okay. Und, haben wir es jetzt geschafft? Ja, perfekt. Juhu, wie sie sich freuen. Da, oh, oh. Okay, 600 Erfahrung, aber es reicht wahrscheinlich nicht für Level 8. Oder? Ja, Jötner Blades. Cowl of Notes, was with these... To land a clean blow. Okay. Naja. Also, die Bogenschütze werden halt flinker. Es ist dann schwieriger, die zu treffen und so Sachen. Voll cool. Was können wir denn jetzt? Party. Wir haben wieder einen Skillpunkt. Und ich glaube, ich nehme mal das Hero Training, dass die wieder mit einer höheren Stufe starten. Und am Markt. Können wir noch irgendwas freischalten? Nein. Gegenstände? Nein. Crafting. Da können wir doch noch was craften, oder? Genau. Hier können wir die Schwerter besser machen von den Kriegern. Finde ich gut, machen wir. Und jetzt können wir hier die Bogenschützen agiler machen, dass sie weniger leicht getroffen werden. Jetzt fehlt uns noch ein Silberbarren. Dann könnten wir denen auch noch den Schaden boosten. Ah, wisst ihr was, wir laufen da jetzt nochmal fix durch. Oh nein, wir haben keine Mission angenommen. Nein! Jetzt schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen, oder? So. Können wir alles aufmachen. Jetzt sind sie schon Level 4 alle. Nicht schlecht. Okay. Oh, ganz viele Kisten. Klack, 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 klack. Oh, einen Magier haben wir auch schon dabei. Das ist super. Das gefällt mir. Oh nein. Was ist denn hier los? So. Halt mal alle dicht zusammen. Ah, Mist. Jetzt wissen wir aber auch, was diese Dinger sind. Minen. Ah, kann man die da nicht irgendwie per Knopfdruck weiter zusammenziehen oder so? Nee. Au, da ist noch ein Gold. Ja, der Bogenschütze soll es nehmen. Es wäre natürlich auch cool, so eine Tasse zu haben, wo die einfach sich mal schnell zusammenziehen. Auf einen Fleck, dass man die da durchlotsen kann. Vielleicht gibt es das. Muss ich später auch mal nach der Aufnahme mal gucken, ob es sowas in der Art gibt. So, erstmal hier oben lang. Es geht ja eh nirgends woanders lang, weil wir den Schalter hier noch betätigen müssen. So. Passt. Und laufen und weiter. Hopp, 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 hopp. Die werden da durchgedrillt. Haben wir jetzt Gold bekommen? Gold? Ich will Gold. Ja, wir haben Gold bekommen. Und in der nächsten, im nächsten Ding, nächsten Level kriegen wir jetzt auch noch einen Bogenschützen dazu. Was haben wir? Ah, 12 Recken, die bei uns mitlaufen. So, hier noch schnell die Kiste. Hier ist noch eine Kiste. So, und weiter. Na, die ersten Goblins sind schon da. Die aber keine Chance haben gegen uns. Natürlich nicht. Ah, das war eng. So, jetzt hier.
Ja, perfekt. Keiner wurde gekillt oder sonst was. Ah, das ist doch die gleiche Karte wieder wie gerade eben. Also ein bisschen anders eingerichtet, die Räume, aber sonst vom Grundriss her genau das gleiche. Naja, mal schauen, wie der nächste Level so wird und ob hier vielleicht die Level dann auch sich optisch ändern. Das wäre natürlich auch interessant herauszufinden. So. Gold nicht vergessen. Oder ist der Raum genau der gleiche? Ich weiß. Naja, ich glaube schon, dass es das gleiche ist. Bin kurz gegen das Mikro gekommen. So, haben wir jetzt wieder Gold bekommen? Na? Ja! Cool. Und wir haben schon wieder zwei Helden jetzt dazu bekommen. Aber wir können ja gar nicht mehr als 12 haben. Nee. Da werden vielleicht die normalen Bauern dann ausgetauscht, oder? Ich glaube schon, dass die Bauern dann Stück für Stück ausgetauscht werden. Oh, ganz viele Magier, geil. Das ist doch mal was. Upp, hier um den Tisch rum. Ja, so. Na, jetzt haben wir einen anderen Grundriss. So. Ja, da hat doch der Goblin-Magier hat doch keine Chance gegen unsere Magier-Armee hier. So. Nur nicht in den Häcksler laufen da oben. So. Es läuft ja wie am Schnürchen. Oh nein. Warum? Oh Gott. Geschafft. Alter. Und ich will aber das Gold da oben haben. Ah. Okay. Jetzt hier einmal quer durch. Boah, Alter, das war knapp. Der eine Zwerg ist zwar in die Flammen gelaufen, aber nicht gestorben. Nein! Bom, 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 bom. Ja, Heilung. Weg, weg, weg. Alter. Ah, okay, da sind wir jetzt wieder. Nein, jetzt können wir da oben rein. Und was kriegen wir hier schönes? Wieder ein Heiltrank. Wir haben ja noch einen Stärketrank übrig. Aber bis jetzt brauchen wir den ja noch gar nicht. Also die Gegner sind ja sehr schnell klein zu häckseln. So. Ah, einfach mal durchlaufen. So. Eiserne Tür ist offene. Offene. Ah, ein paar mehr Gegner mal. Die aber auch null Chancen haben. Vor allem das Coole ist ja, wenn unsere Helden jetzt aufleveln und ja, irgendwann haben wir ja so einen Punkt erreicht, wo wir die Gegner einfach so über den Haufen rennen, dass wir immer noch mehr XP kriegen, aber auch keine verlieren. Weil wir einfach so krass sind. Das ist, ich glaube, wir haben gerade so einen Punkt, wo wir einfach so gut unterwegs sind, dass die uns nicht wirklich schaden können. Aber unsere Leute immer noch fleißig XP bekommen und aufsteigen und damit noch stärker werden. Das ist natürlich voll geil. Aber ein bisschen Heilung wäre jetzt vielleicht doch nicht schlecht. Ich habe kurz gesehen, dass einer von den Dorfbewohnern sehr angeschlagen war. Aber wir kriegen jetzt hier wieder was. Ah, ein Stärketrank. Mist, wir brauchen noch einen Heiltrank. Kein Stärketrank. So, in welchem Level sind wir denn jetzt? Gold wieder? Okay. Sieht man das am Anfang? Nee. Okay, ah, da gibt es zwei blaue Truhen. Ich trinke jetzt einfach mal kurz einen Stärketrank, aus der Hoffnung, dass wir hier Platz dann haben für einen Heiltrank. Oh, den da hinten haben wir vergessen. Na komm. Ach komm, bitte aus der Ecke raus hier. Das geht doch nicht. Das geht doch alles. Boah, die Zeit, die wir jetzt hier verloren haben, ziehen wir dir vom Gehalt ab. Jawohl. Boah, Stachelfallen. Nicht übersehen. So. Die haben keine Chance, die Kleinen. Wunderbar. Und wir haben sogar noch einen Heiltrank jetzt übrig. Das gefällt mir. Oh nein, da ein einziger. Och Gott, der Arme. Und hier auch wieder nur ein einziger. Uiuiui. Oh, da oben haben wir einen vergessen. Sieht man das Ausrufezeichen? Ja, wenn ihr euch da nicht so festlaufen würdet, dann wäre das nicht so das Problem. Das nächste Mal lasse ich euch einfach zurück. Jawohl. Nee, wir gehen erstmal da lang. So. Alle mal auf einen Fleck hier und dann zwischen den Minen durch. Okay,
Das ist schon mal geschafft. So, jetzt hier schnell. Ja. Ah, dieser dumme Magier. Dieser dumme, dumme Magier. Ja, wir haben jetzt zwar einen neuen dazu bekommen, aber es hätte jetzt nicht sein müssen. Dass er da unbedingt jetzt noch irgendwas abschießt und dann einfach durchs Feuer läuft. Oh nein, wieder so eine Bombe. Und ein Dorfbewohner wieder weniger. Oh, 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 oh. Jetzt geht's dahin. Das sind nicht die Gegner, die uns zu schaffen machen, sondern die Fallen. Das ist das Schlimmste. So. Oh, der Level hier ist jetzt aber auch schon relativ lang, ja? Also wir laufen ja schon eine Weile rum. So. Hier noch die Kisten kaputt machen, das eine Gold hier aufsammeln. Ja. So. Und was kriegen wir hier wieder für ein Ding? Leder, würde ich jetzt mal sagen, was das ist. Oh nein, wir haben noch einen Nahkämpfer und sonst nur Fernkämpfer. Juhu!